Hallo, ich bin der Wissenschaftsminister Sachsens und ich präsentiere euch die neuesten Meldungen der Forschungseinrichtungen des Freistaats. Das Deutsche Zentrum für integrative Biodiversitätsforschung warnt vor einem alarmierenden Trend. Der Klimawandel könnte sich als Hauptgrund für den dramatischen Rückgang der biologischen Vielfalt erweisen. An der Technischen Universität Chemnitz wird intensiv daran gearbeitet, das Laden von Elektrofahrzeugen so nutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Das Projekt Einfach Laden setzt auf intelligente Technologien, um Ladevorgänge effizienter und bequemer zu gestalten. Die Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig nimmt sich eines faszinierenden Vorhabens an. Sie dokumentiert den jüdischen Kontext des Neuen Testaments. Dieses Projekt ist Teil des Akademienprogramms, das als das größte geistes- und kulturwissenschaftliche Langzeitforschungsprogramm der Bundesrepublik Deutschland gilt. Durch die Erforschung des jüdischen Hintergrunds des Neuen Testaments wird ein neues Licht auf die historische und kulturelle Bedeutung dieser Schriften geworfen, was zu einem tieferen Verständnis ihrer Entstehung und Interpretation führen kann. Wenn euch eines der Themen im Detail interessiert, klickt gerne auf den Link in der Bio.